Ein Riesenapplaus aus Hamburg hier ist für euch Alicia Held. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo, moin. Endlich. Ich warte nicht gerne lange. Ich bin immer gerne als Erste dran. Das ist ja so, wer als Erster von der Bühne geht, der kann als Erster in die Bar und sich einen genehmigen. Ich trinke ja vor der Arbeit, trinke ich nicht. Danach hole ich alles auf, ist kein Problem. Ich habe auch schon was bestellt, wartet schon am Tresen auf mich. Ich habe gesagt, wenn ich runterkomme, möchte ich, dass es da steht. Ne, wartet da auch schon. So ein schönes Herrengedeck. Ne, so, wisst ihr, ne, so ein Bier? So ein Liter. Ein schöner Hörner Whisky. Ne, so ein Kommodenlack. Jägermeister. Ja. Ich habe es auch aufgegeben, mit dem Auto zu den Shows zu fahren. Das meine ich nicht mehr. Es gibt ja immer Freibier für die Künstler, mindestens. Deswegen fahre ich immer mit der Bahn. Ich habe letztes Jahr im Dezember, den ganzen Dezember, habe ich in Hamburg auf der Reeperbahn in einem Theater gespielt. Ganzen Dezember. Und da bin ich konsequent jeden Abend mit der U-Bahn hingefahren. Ne? Jeden Abend. Und dann auch nach der Show nach Hause. Ich habe so viele betrunkene Leute gesehen, die habe ich vorher in den restlichen Monaten nicht so viele Besoffene gesehen wie in diesem einen Monat. Gut, manchmal war ich auch voll, ne? Aber jeden Abend. Und ich habe irgendwann angefangen zu vergleichen das Verhalten von betrunkenen Männern und das Verhalten von betrunkenen Frauen. Ob es da Unterschiede gibt. Ne? Mädels, ich sag's wirklich nicht gerne, ne? Aber wir sind echt anstrengender. Wirklich. Gut, wir sehen besser aus und wir riechen besser, ne? Wenn du in so einen U-Bahn-Waggon reinkommst, wo betrunkene Frauen drinne sitzen, das riecht wie bei Douglas. Ja. Bei den Männern ist das anders, ne? Da kommt die Bahn angefahren, du siehst es schon von außen, die Scheiben sind beschlagen. Die Tür geht auf, dir kommt so eine feucht-warme Luft entgegen. So ein Gemisch aus Alkoholfahne, ein bisschen Schweiß und so ein guter, würziger Männerfurz. Verwirrend ist es, wenn du beides hast. Du kommst in den Waggon rein und dann sind da betrunkene Frauen und betrunkene Männer. Das riecht, als hätte jemand bei Douglas reingekackt. Aber die Frauen sind wirklich anstrengend, sehr anstrengend sind die Frauen. Es ist so, die kommen immer in Gruppen und dann unterhalten die sich ganz laut, aber die schreien so durcheinander, du verstehst kein Wort. Ne? Und ich habe das Gefühl, je betrunkener die sind, desto höher werden die Töne. Irgendwann hörst du nur noch so, alles durcheinander kriegst du, nach 5 Minuten Hörsturz. Bei den Männern ist das anders, ne? Die können voll sein, wie sie wollen, da gibt es immer so eine gewisse Ordnung. Die sind auch in Gruppen, aber die schreien nicht durcheinander. Die sind höflich, ne? Da kommst du in die U-Bahn, da wirst du begrüßt, dann kriegst du einen Tipp. Ey, Süße! Pass mal auf, du musst jetzt ganz tief reinatmen! Das gibt mir Lach auf der Zunge! Und dann hüpfen die immer so auf und ab, aber alle synchron, ne? Wer nicht hüpft, der ist ein Arschloch, hey! Hey! Und dann singen die Lieder, Und was für welche, habe ich vorher noch nie gehört. Da haben wir gesessen, geschissen, gefressen, in die Pfanne gekotzt, hurra! Geht noch weiter, das Lied, geht noch weiter. Den Wirt vermöbelt, die Wirtin gevögelt, hurra, hurra, hurra! Und alle können den Text. Die singen synchron bei den Männern, die können voll sein, wie die wollen. Da gibt's wirklich, da herrschen so Regeln, da gibt's Ordnungen, ne? Da gibt's ein richtiges System, da gibt's immer einen, der steht so mit dem Gesicht zum Rest der Gruppe. Das ist der Wichtigste, das habe ich beobachtet in diesem einen Monat, das ist der Wichtigste in der ganzen Männergruppe, ne? Das ist so der, der am meisten zu sagen hat, so der mit den dicksten Klöten, ne? So der Rudelanführer, das Alpha-Männchen, der Silberrücken. Der brüllt Palizeien vor und alle anderen brav gemeinsam im Chor hinterher. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, sieht ungefähr so aus. Jungs und jetzt alle, ich sitze im Gummiboot. Und die anderen so, und hol mir einen runter. Und weil das so doll wackelt, geht das Boot unter. Ich schwimme schnell an den Ufernrand. Und lege wieder an die Hand. Das ist jetzt so ein Lied, was ich so gelernt habe da, ne? Das, ja. Und bis vor kurzem.
trotzdem dachte ich, ich habe es ja schon gesehen, grüne Männer, ich wohne in Hamburg auf der Reeperbahn, ne, sieht man ja oft. Ich dachte, die machen das, weil denen das Spaß bringt. Ne? Gemeinsam in einer Gruppe so grillen mit Freunden. Nein. Nee. Dann habe ich mir so die Gesichtsausdrücke angeguckt. Ne? Habt ihr schon mal in ein Gesicht geguckt von einem betrunkenen, grölenden Mann? Da seht ihr keinen Spaß. Konzentration, Schweißperlen auf der Stirn. Todernst und hochkonzentriert wird da gegrölt. Ist das da die Adelheid? Ja, die macht die Beine breit. Und das ist das die Kunigunde? Ja, die hat einen Schwanz im Munde. Das hat nichts mit Spaß zu tun. Die Jungs, die haben da einen Job zu machen. Und dann kommen wir Frauen, weißt du, dann kommen wir Frauen und dann sagen wir, das ist so primitiv. Nein. Nein, habe ich auch früher gedacht, jetzt habe ich es mir ja einen Monat lang angeguckt. Nein, das ist nicht primitiv. Die haben da sowas gemeinsam. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ne? Es ist nicht primitiv. Die sind einfach nur anders als wir. Anders, ja. Wir verstehen das nicht, die verstehen auch nicht ganz, was wir machen. Ne? Wir sind unterschiedlich, Männer und Frauen sind nicht gleich, ist auch gut so. Das sieht man ja schon bei kleinen Kindern. Ne? Wenn man so kleine Kinder beobachtet, so im Kindergartenalter beim Spielen, Jungs und Mädchen, ne? Da sieht man es doch schon, da gibt es drastische Unterschiede. Bei den Mädels, da merkst du sofort, die haben so einen Hang, viel zu sabbeln, viel zu reden. Ne? Da wird sich an der Sandkiste getroffen, dann wird erstmal die Lage besprochen. So, die Sandkiste ist heute unser Haus, ich grenze mal eben kurz die Zimmer ab. Also ich würde sagen, von hier bis da, da machen wir die Grenze. Da ist das Schlafzimmer, da dürfen aber die Kinder nicht rein, nur die Eltern, weil das das Elternschlafzimmer ist. Und dann machen wir von hier bis da, bis zum Ende der Sandkiste. Und da so, da ist die zweite Grenze, da ist das Wohnzimmer, da kann man später mit Sand noch so einen Tisch bauen und so einen Stuhl oder so. Ne? Und hier hinten, der Rest der Sandkiste so, ne? Als ob das jetzt so die Küche wäre, okay? Weil in der Küche, wir brauchen viel Platz in der Küche, weil jeder hat ja seine Förmchen mit, da müssen wir ja Kuchen backen und so, das machen wir ja gerne. Und wenn du das Förmchen hochhebst, dann ist der Kuchen eigentlich fertig, aber eigentlich noch nicht. Aber das weiß ja jedes Baby. Weil einen Kuchen musst du ja erstmal verzieren. Und dafür gehst du natürlich zum Busch. Und beim Busch wachsen diese kleinen roten Beeren. Die sammelst du ganz viele. Und dann guckst du noch, ob da so schöne Blätter wachsen. Die kannst du auch mit abpflücken. Und dann gehst du auf den Rückweg, guckst du, ob du da noch was findest. So schöne Steinchen oder Störtchen. Die sammelst du dann auch, wenn du nicht genug Platz hast, kannst du dein Kleid so machen, kannst du das da so reinlegen. Und dann musst du gucken, dass du den Kuchen schön machst. Ne? Das kannst du zum Beispiel so machen, machst du so Blattstein, Stock, in der Mitte machst du eine Beere rein, machst du ein bisschen Zuckersand oben drüber, fertig ist der erste Kuchen. Ne? Nur mit dem Zuckersand, da musst du aufpassen, weil damit kannst du keinen Kuchen backen. Wenn du da die Form hochhebst, fällt alles auseinander. Das ist der falsche Sand, aber das weiß auch jedes Baby. Da musst du tiefer graben, da ist der richtige Sand, aber da musst du auch vorsichtig sein, weil da ist ganz oft Katzenkacke drin. Ne? Und wisst ihr was, auch wenn wir schon so viele Kuchen haben, wollen wir nicht gleich eine Bäckerei draus machen? Aber dann bin ich die Bäckerin, ich bin die Bäckerin, ich bin die Bäckerin. Ja, na und so viel, dass ich gestern auch die Bäckerin war. Ja, aber ich hab's zuerst gesagt. Ja, dann bist du eben der Vater, Sophie. So. Und dann fangen sie an zu spielen, ne? Selbes Alter jetzt. Exakt selbes Alter Jungs beim Spielen. Das war's auch schon. Ne? Autos. Manchmal haben die so kleine Heldenfiguren, so He-Mans und Spider-Mans. Dasselbe. Nichts in der Hand. Und dann sabbern die immer so dabei. Ne? Ja, vergleich mal mit erwachsenen Männern. Es hat sich nicht viel verändert, ne? Sehe schon die ersten bösen Blicke der Männer. Ich meine das nicht böse, nein, ist ja alles nur Spaß. Wir sind unterschiedlich, das wollte ich damit nur sagen. Ist ja auch schön so. Ich bin manchmal vielleicht ein bisschen konservativ. Mir wurde schon gesagt, dass ich männerfeindlich bin. Nein, das bin ich nicht. Aber ein bisschen konservativ manchmal. Ich finde, es sollte so Orte geben, da sollte es Geschlechtertrennung geben. Das finde ich schon, ne?
Also außer jetzt in den öffentlichen Toiletten. Ich finde, zum Beispiel, das gab es mal, ne, beim Friseur. Muss man ja jetzt suchen, so Damen- und Herrensalon gibt es nicht mehr, wird alles zusammengewürfelt. Warum eigentlich? Das hatte doch seinen Sinn, ich will das zurück. Mädels, wie ist das, wenn wir zum Friseur gehen? Erstmal kriegen wir die Haare gewaschen, ne? Das ist sehr angenehm, wie eine Massage, so ein bisschen. Ne? Und dann ist das fertig und dann kriegen wir so einen Turban, ne? Und dann muss man den so an der Seite festhalten und so zu seinem Platz zurückgehen, ne? Kennen wir alle, oder? So. Und da fängt es doch schon an. Wir Frauen, wir kriegen beim Friseur nicht so einen Turban, wie wir ihn uns zu Hause selber binden. Ne? So über, so Kopf über, so dann so eingezwirbelt nach hinten, schön straff, was die Augen so schön macht, ne? Wo man so einen Spiegel guckt, sich selber geil findet, ne? Nee, beim Friseur kriegst du so einen hässlichen Turban zur Seite auf 7:30. Und immer mit hässlichen Handtüchern. Das sind nie schöne Handtücher. Das sind immer so grau, ich war mal schwarz, hab jetzt Bleichflecken und bin ausgefranst Handtücher. Letztes Mal hatte ich so ein grünes, aber nicht so ein schönes Wiesengrün. Nein, es war so ein Kuhfladen-Durchfall-Kackwurstgrün. Und hältst es hier so an der Seite fest, das hässliche Kackwurstgrüne Handtuch, und dann gehst du so zu deinem Platz zurück, ne? Aber zu dem hässlichen Handtuch und dem hässlichen Turban hast du noch so einen langen, schwarzen, weiten Umhang. Der flattert so mit beim Gehen. Dann siehst du noch fetter aus, als du schon bist. So. Und dann kriegst du noch zum Schluss so ein Kreppband. Ganz eng, damit die Farbe da nicht reinläuft. Und dann gehst du zu deinem Platz zurück, so, Umhang flattert, du siehst einfach nur scheiße und fett aus. Und dann setzt du dich hin und dann ist da der Spiegel. Und ich denke jedes Mal, Alter, siehst du scheiße aus. Für die Männer, die das jetzt nicht wissen, nichts damit anfangen können, ne? Wahrscheinlich versteht ihr mich nicht. Ich erklär's nochmal. Wir Frauen, wir sitzen nicht wie ihr 10, 15 Minuten beim Friseur, ne? Das ist nicht so einfach wie bei euch. Ja, mach mal kurz, wie kurz? Ja, kurz, Seiten, Kurzübergang und so, ne? Bist du kurz? Nein! Ich mache sehr ausgiebige Friseurbesuche. Ich mache alles. Schneiden, färben, waschen, föhnen. Ich bin oft gezwungen, über 2,5 Stunden in meine Fresse reinzugucken. Der Friseur parkt dich vorm Spiegel und dann ist er weg. Er fragt dann, ob du eine Gala willst. Das sind die mit den schönen Frauen. Ich sage immer, nein! Gib mir eine Schlafmaske! Je länger ich da sitze und in mein Gesicht reingucke, manchmal sitze ich da echt und mache so, huh. Mir fallen immer mehr Sachen in meinem Gesicht auf, die mir sonst nicht aufgefallen wären, weil ich nicht stundenlang vorm Spiegel sitze mit nassen Haaren. Ne? Letztes Mal ist mir wieder was Neues aufgefallen, vielleicht wüsste ich davon ja jetzt immer noch nichts. Aber ich hab's gesehen im Spiegel, pass auf, ist auch nicht witzig, ich zeig euch das mal. Was mir wieder neu aufgefallen ist beim Friseur, pass auf, so, guck genau hin. So, pass auf, was jetzt passiert. Wupp. Seht ihr das? Ich zeig's euch nochmal, so, pass auf. Das hängt. Da war mal Fläche, wo Lidschatten drauf passt. Da hängt jetzt eine Wulst. Dann habe ich mich mit dem Friseur unterhalten und dann ist mir aufgefallen, immer wenn ich lächle, habe ich Doppelkinn, aber nur links, nur einseitig. So, habe ich mir die Ansätze nachfärben lassen. Ja, weil die kommen auch schon, die kleinen grauen Scheißerchen, ne? Ja, ja. Darf man ja nicht rausreißen, wisst ihr warum, ne? Wenn die ersten grauen Haare kommen. Wisst ihr nicht? Das ist wichtig, pass auf, für die Mädels, ganz besonders für die Mädels, die das noch nicht haben, es wird irgendwann passieren, das erste graue Haar wird kommen, ihr werdet euch erschrecken, ihr werdet es rausreißen wollen, tut es nicht. Denn an derselben Stelle kommt genau dieses Haar wieder, aber es ist ja erstmal kurz und wisst ihr, wie das wieder kommt? Ding. Das steht so ab. Das kriegst du nicht gebändigt, da kannst du machen, was du willst. Ding, das richtet sich immer wieder auf. Musst du warten, bis es rausgewachsen ist, bis dahin steht das ab. Ja, also für die Mädels, wenn das irgendwann passiert, einatmen, ausatmen, Ruhe bewahren, Wimperndusche nehmen, mit Wimperndusche rangehen und dann kann man später noch überlegen, was man macht, ne? So, jetzt habe ich mir die Ansätze nachfärben lassen und da wird ja in so einer Schüssel so eine braune Pampe angerührt und dann wird das so in die Haare gekämmt, ne? So richtig, so eine dicke, braune, ja, so eine Brühe hast du dann auf dem Kopf und hier hast du dann so einen braunen Rand. Wenn das abgewaschen wird, hast du einen weißen Rand, weil das Make-up weg ist. Dafür hast du so zerflossene Wimperntusche wie Kiss. Es ist so streng nach hinten gekämmt, das sieht auch nicht schön aus. Und dann ist der Friseur wieder weg und du starrst wieder in den Spiegel, ne? Ich zeig euch mal, wie das aussieht, wenn ich so Farbe, warte mal, wenn ich Farbe auf dem Kopf hab. Moment. Saß ich da letztens, hab so geguckt, ne, hat eingewirkt und ich hab so ins Spiel geguckt und dachte so, krass, ich
kann mir gerade voll gut vorstellen, wie ich aussehen würde mit einer Kurzhaarfrisur. Oder mit Glatze. Tragen ja viele Frauen Glatze aus modischen Gründen, habe ich so gedacht. Aber immer die mit dem hübschen Gesicht. Wieso habe ich eigentlich kein Glatzengesicht? Ich habe sowieso sehr untypische Gesichtszüge für meine Landsleute. Ach so, habe ich gar nicht erzählt. Ich habe einen Migrationshintergrund, aber das muss ich nicht erzählen, weil ich weiß, man sieht mir das total an. Ich bin hier auf die Bühne und ihr habt mich gesehen und habt euch gedacht, ja, das ist eine Polin. Ne? Sieht man sofort, ne? Nicht? Ja gut, ja doch, man sieht es. Ich habe euch verwirrt mit dem Herrengedeck. Ja, weil ich kein typisches polnisches Herrengedeck bestellt habe. Ja, das wäre ja kein Bier und ein kurzer, sondern ein polnisches Herrengedeck ist ein Longdrinkglas mit einem kleinen Apfelsaft. Ja. Nee, aber sonst, guck mal, so genauso wie ich, habe ich gerade gesagt, ein Longdrinkglas mit einem kleinen Apfelsaft. Ich habe den Witz kaputt gemacht. Longdrinkglas mit Wodka und mit einem kleinen Apfelsaft, so. Aber sonst, genauso wie ich, sieht doch eine typische polnische Frau nicht aus, ne? Wie sehen die sonst aus? Letztes Mal hat einer reingerufen, hübsch. Ehrlich gesagt auch schon öfter passiert. Nee, so zierlich blond, ne? Und dann haben die haben ganz andere Gesichtszüge als ich. Polnische Frauen haben so schöne osteuropäische Gesichtszüge, die haben so hohe Wangenknochen, ne? Die schimmern so von selbst. Und dann, ich habe jetzt Schimmer drauf gemacht. Und dann haben die hier, haben die so, wisst ihr, was ich meine? Ich male da immer mit Rouge und Strich rein. Aber die haben echt so, und dann haben die so große blaue Augen, so volle Lippen und so eine kleine schöne Nase. Ja, ist jetzt kein Schönheitsmerkmal bei einer Frau, eine große Nase, oder? Da sagt keiner was. Ja. Nee, ich weiß es ja. Ich habe noch nie von einem Mann sowas gehört wie, oh, das ist aber eine schöne Frau. Die hat so eine schöne, große Nase. Noch nie gehört. Wie ist es beim Mann, wenn er eine große Nase hat? Das ist nicht schlimm, ne? Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand sagt, guck mal den Zinken. Nein, das ist okay beim Mann, ne? Charakternase, so. Es gibt doch auch diesen Spruch. An der Nase des Mannes erkennt man seinen Johannes. Ne? Den hier ist geil. Großer Pimmel, toll. Was heißt es jetzt bei mir, dass ich eine Riesenmuschi habe oder was? An der Nase des Weibes erkennst du die Spalte ihres Leibes oder was? Yes. Ist die Nase groß und voller Rotze? Nee, komm, ist. Nee, ist auch nicht witzig. Das ist nicht lustig. Ich wurde früher nämlich gehänselt, ich wurde Nase genannt. Als Kind war noch okay, dann in der Pubertät verharrt. Ne? Man möchte ja in der Pubertät, ich war 12, ich wollte schön sein und ich wollte beliebt sein und cool und eine Prinzessin. Was war ich? Nase. Prinzessin Nase. Da war ich verliebt in einen Jungen aus meiner Klasse. Ich weiß echt noch, als wäre es gestern gewesen. Ich bin auf dem Weg in die Klasse. Ich trage mein neues Kokosparfum. Ich höre, wie er drinne sagt, gleich kommt die Alicia rein. Und da habe ich mir gedacht, der steht auch auf mich. Der hat sich einfach mein Parfum gemerkt. Und er wusste, dass, ja, deswegen, ne, war für mich eindeutig. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin in der Pause zu ihm und habe ihn gefragt, woher wusstest du eigentlich eben, dass ich gleich in die Klasse komme? Dann hat er gesagt, naja, die Nase war ja schon drin. Ja, oh. Ich hätte mir damals gewünscht, dass ich so einen coolen Spruch entgegenkontern kann. Aber ich wollte sowas wie diesen Johannes-Spruch, ne? Nur für die Frau mit der großen Nase. Aber gab's ja nicht. Hätte ich selber eingeschrieben. Noch am selben Abend. Also eigentlich eher nachts, weinend, in mein Tagebuch. Mit 12. Wollt ihr den hören? Ja. Selber geschrieben mit 12, pass auf. Je größer die Nase einer Frau, desto mehr ist sie im Bett eine Sau. Dankeschön. Alicia Held aus Hamburg.